Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Wow, hier geht es ziemlich heiß her. Im heutigen Let's Dance Finale gaben Benjamin Tedekao, 39, und seine Tanzpartnerin Isabelle Twaurzon, 36, wieder vollen Körpereinsatz und überzeugten damit Zuschauer und Jury gleichermaßen. Bei ihrer dritten Performance, dem Game of Thrones Finale, knisterte es dann gewaltig auf dem Tanzparkett. Die beiden gingen voll in ihren Rollen auf und krönten ihren Tanz mit einem Kuss. Isabel und Benjamin warfen sich für ihren letzten Tanz richtig in Schale und performten als die Fantasy-Figuren Dany Östergaryn und Khal Drögöl. Sie gingen voll in ihren Charakteren auf, berührten das Publikum und zeigten eine tänzerische Meisterleistung. Und um die tiefen Gefühle der beiden Seriencharaktere bestens in ihrem Tanz wiederzuspiegeln, gaben sie sich auch noch einen förrigen Schmatzer auf dem Tanzparkett. Twitter-User konnten ihren Augen kaum trauen und zeigten sich angesichts der Leistung der Publikumslieblinge beinahe sprachlos. So kommentierte ein User sichtlich mitgenommen: Was war das? Ein anderer wurde da schon etwas deutlicher und schrieb: Wow, wow, wow. Das war toll, super getanzt von Benjamin und Isabel. Was sagt ihr zu dem Tanz der beiden? Stimmt in der Umfrage ab.